Kommenden AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen, lieber Herr Minister Habeck, dies hier, die Start-up-Strategie der Bundesregierung, das ist nichts anderes als ein Angriff auf Freiheit und Marktwirtschaft. Ihre Start-up-Strategie, Herr Minister, folgt Ihrer sozial-ökologischen Transformation. Und diese Transformation, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als reiner Ökosozialismus. Und im Sinne des real existierenden Sozialismus klappt das ja mit Ihrer sozial-ökologischen Transformation auch ganz gut. 1 Billion neue Schulden in den letzten 4 Jahren. Nach Japan sind wir in Deutschland weltweit, haben wir weltweit die höchsten Steuer- und Abgabenlast, galoppierende Inflation, Stromnetze kurz vor dem Zusammenbruch. Und in puncto Wettbewerbsfähigkeit für Familienunternehmen liegt Deutschland nach einer Studie des ZEW-Instituts sogar inzwischen nur noch auf Platz 18 aller Industrienationen. Allein Ungarn, Italien und Spanien schneiden noch schlechter ab. So, meine Damen und Herren, so sieht linksgrüne Wirtschaftskompetenz aus. Das Schlimme ist, Sie wissen es selbst, dass jegliche Faktengrundlage für Ihre Transformation fehlt. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten Ihren eigenen Jahreswirtschaftsbericht aus dem vergangenen Jahr. Dort steht auf Seite 16, Zitat: Deutschland hat aufgrund seines überschaubaren Anteils an den weltweiten Treibhausgasemissionen einen relativ geringen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Klimawandels. Na, meine Damen und Herren, das ist ja mal eine Erkenntnis. Und auch hinsichtlich der Folgen Ihrer Politik besteht offenbar kein Erkenntnismangel. Ich zitiere weiter von Seite 5. Es werden neue Bereiche entstehen, in anderen drohen Verluste, und die betreffen auch Identitäten, Traditionen, das, worauf die Menschen stolz sind. Meine Damen und Herren, zynischer und gleichgültiger geht es nicht. Sie, Herr Habeck, Sie opfern unsere klassische mittelständische Industrie auf dem Altar Ihrer sozial-ökologischen Religion. In Ihrer Start-up-Strategie geht es dementsprechend auch nicht um Innovation, sondern um Förderkriterien wie Steigerung der Einwanderung oder Geschlechterparität. Sie unterstellen alle Fördermaßnahmen dem Leitbild einer vermeintlich nachhaltigen Entwicklung. Wirtschaftliche Erwägungen? Fehlanzeige. Verschonen Sie die jungen Leute mit Ihrem Gender- und Klimatinnif. Wir brauchen eine Start-up-Szene ohne diesen bürokratischen Überbau. Natürlich brauchen wir eine gute Start-up-Förderung. Der Staat tut gut daran, jungen Menschen mit guten Ideen und Konzepten in einem inzwischen schwierigen Zinsumfeld unter die Arme zu greifen. Es muss aber bei einer guten Förderstrategie um unternehmerisch denkende Menschen gehen. Es muss um die Innovationskraft der Produktideen gehen. Es geht um Businesspläne. Es muss um tatsächliche Diversität von Geschäftsideen gehen. Technologie offen und vor allem, Herr Minister, ideologiefrei. Ihre Strategie, meine Damen und Herren von der Bundesregierung, ist dagegen auf das Abhängigmachen von Unternehmensgründern an eine ideologisierte Politik ausgelegt. Ich würde sagen, Herr Minister, Sie ziehen dieses Papier zurück und denken noch mal neu darüber nach. Für eine dynamisch wachsende Start-up-Szene, für mehr Unternehmer und für mehr Wohlstand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Gerald Ulrich, FDP.